Hey, bevor ich anfange, möchte ich aufgrund der aktuellen Situation dazu sagen, dass ich euch unten eine Seite verlinken werde, wo ihr für die Ukraine spenden könnt. Heute zeige ich euch ein Kürbis-Süßkartoffelkomma aus einem der Kochbücher von Bosch. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung das genaue Kochbuch und ihre Kanäle. Als erstes bereite ich das Gemüse vor. Dafür schäle und schneide ich die Süßkartoffeln und die Karotte in Würfeln und gebe sie auf ein Blech. Ich hatte noch einen Kürbis eingefroren, weil ich nicht so viel Kürbis auf einmal verbrauchen kann. Und den habe ich einfach mit aufs Blech gelegt. Dann habe ich darüber etwas Öl und Salz gegeben. Das Backrohr habe ich auf 180 Grad vorgeheizt und habe das Ganze dann für ca. 30 Minuten ins Rohr gegeben. Nach etwa 10 Minuten habe ich das Ganze etwas besser verteilt und fertig gebacken. Als nächstes habe ich die Zwiebeln geschnitten und die Kardamomkapseln zerdrückt, wobei ein größeres Messer vorteilhaft gewesen wäre. Im Rezept steht, man braucht blanchierte Mandeln. Aber weil blanchierte Mandeln teurer sind, habe ich sie einfach selber gemacht. Dafür habe ich die Mandeln kurz mit etwas Wasser in einem Topf aufgekocht und dann lassen sie sich ganz leicht schälen. Dann habe ich die kleinen Kerne von den Kardamomkapseln in meine Pfanne gegeben und dazu kommt dann noch Mohn und Nelken. Das Ganze wird kurz geröstet. Währenddessen habe ich den Ingwer geschält. Dann habe ich etwas Öl in die Pfanne gegeben und dazu die Zwiebeln, ein Lorbeerblatt, die Cashewnüsse und 50 Gramm von den Mandeln. Das Ganze röste ich, bis die Zwiebeln und die Nüsse leicht braun sind. Dann schneide ich den Ingwer und die Chilis klein. Im Originalrezept stehen zwei frische grüne Chilischoten. Da ich aber keine im Geschäft bekommen habe, habe ich meinen roten von zu Hause genommen. Leider war das Ganze dann viel zu scharf. Also das nächste Mal werde ich weniger oder keine Chili verwenden. Dann schneide ich noch den Knoblauch klein. Dann gebe ich Ingwer, Knoblauch, Chili, Kurkuma und Muskatnuss in die Pfanne und rühre das Ganze um. Währenddessen stelle ich noch Reis als Beilage zu. Dafür gebe ich einfach eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser und etwas Salz in den Topf und lasse das Ganze aufkochen. Die Pfanne stelle ich auf die Seite, damit das Ganze abkühlen kann. In der Zwischenzeit ist auch das Gemüse fertig. Dann gebe ich die Zutaten aus der Pfanne in einen Mixer und gebe die Hälfte von der Kokosmilch dazu. Die cremige Masse kommt wieder zurück in die Pfanne. Dazu kommt das gebackene Gemüse und die restliche Milch. Ich habe mit dem Rest der Milch so gut wie es ging versucht, die cremige Masse aus dem Mixer zu bekommen. Das Ganze habe ich dann umgerührt und noch etwas gesalzen und den Saft von einer Limette dazugegeben. Im Rezept stehen zwei Limetten, aber ich fand, mit einer hat es genau gepasst. Dann habe ich noch die restlichen Mandeln gehackt und etwas Jungzwiebel geschnitten. Dann habe ich das Ganze nur noch angerichtet und mit den Mandeln und Jungzwiebelstücken bestreut. Im Rezept steht, dass man auch noch gehackte Korianderblätter zum Garnieren verwenden kann. Die hatte ich in diesem Fall allerdings auch nicht und habe sie deshalb einfach weggelassen. Zusammengefasst braucht man eine große Süßkartoffel mit ca. 400 Gramm, einen halben Kürbis, zwei Karotten, drei Esslöffel Öl, Salz, zwei Zwiebeln, sieben grüne Kardamomkapseln, eineinhalb Teelöffel Mohnsamen, zwei Nelken, ein Lorbeerblatt, 50 Gramm Cashewkerne und 75 Gramm blanchierte Mandeln. Dann noch ein Stück Ingwer mit ca. 2 cm, zwei Chilischoten, vier Knoblauchzehen, einen halben Teelöffel gemahlenen Muskatnuss, einen halben Teelöffel Kurkuma-Pulver, 400 ml Kokosmilch, eine Limette, 1 bis 2 Frühlingszwiebeln und ca. 2,5 Tassen Reis. Ich muss sagen, mir hat das Ganze sehr gut geschmeckt. Nun muss ich, wie gesagt, das nächste Mal mit der Schärfe etwas vorsichtiger sein. Und ich kann es mir mit anderen Gemüsesorten wie Zucchini auch sehr gut vorstellen. Ich verlinke euch, wie gesagt, unten den Kanal von Bosch und auch das Kochbuch. Schaut auch gerne bei meinem Instagram-Account vorbei. Ich wünsche euch ein frohes Kochen. Bis bald, ihr Lieben!